Oh, Otaro, was ist los? Warum schüttelst du den Kopf? Willst du nicht hier sein? Wir müssen aber hierher, denn hier werden ja angeblich die Plakate für den Wunschpark produziert. Und wir werden alles daran setzen, diese Produktion einzustellen. Denn es wurden ja inzwischen mehr als genug Pokémon verschleppt und... Kann es denn sein? Soll das etwa alles sein? Was macht ihr denn hier? Hey, hallo zusammen! Willkommen im Laboratorium! Spiel bitte auch ein wenig mit mir. Wird gemacht, wir haben immer Zeit. Ich habe mir da ein kurzweiliges Ratespiel ausgedacht. Oh nein, können wir nicht lieber fangen, spielen oder kämpfen? Ich stelle hier insgesamt 3 Fragen. Wenn du mir auf alle die richtige Antwort nennen kannst, erlebst du vielleicht eine nette Überraschung. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Angenommen, Relaxo hält unter einem großen Baum ein Nickerchen. Griffel kommt vorbei und lässt eine Beere liegen. Anschließend kommt Onaratyrtox seines Weges und lässt 2 Beeren zurück. Später lässt sich Zytomega blicken, um eine Müffelbeere abzulegen. Mythodos nimmt im Anschluss daran 2 Beeren wieder weg. Nun zu meiner Frage, was macht Relaxo unter dem Baum? Schlafen? In der Tat, mitten ins Schwarze. Du hast ein gutes Gedächtnis und lässt sich nicht in das Licht führen. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Nehmen wir einmal an, Mapfaxo hat eine Beere, die er während seines Spaziergangs jedoch verliert. Haspiro hat Mitleid mit dem Arm und schenkt ihm 2 Beeren. Doch dann taucht Kuckma da auf. Er gibt Mapfaxo die Beere, die dieser verloren hatte. Zum Dank teilt Mapfaxo seine Beeren gerecht mit den beiden. Wie viele Beeren kann Mapfaxo also selbst essen? Eine, würde ich sagen. Stimmt genau, saubere Arbeit. Nur noch eine Frage, halte durch. Es folgt die dritte und letzte Frage. Mach's nicht so spannend, raus damit! Nehmen wir einmal an, dass eine Beere auf einer Holzkiste liegt. Wie viele Beeren befinden sich dann wohl im Inneren der Holzkiste? Keine Ahnung. Du kannst wirklich sehr gut zuhören. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier kommt deine Belohnung. Du darfst mein Freund sein. Oh, was für eine tolle Belohnung. Jetzt bin ich wunschlos glücklich. Nicht! Danke nochmal für vorhin. Du hast es mir ermöglicht, wieder zurück an meine Forschung zu gehen. Sag, wärst du so gut mir dabei, ein wenig unter die Arme zu greifen, falls dir der Sinn danach steht? Ich hätte gerne einen Schnappschuss von Somniam im Tiefschlaf. Es ist offenbar gar nicht so leicht, sie beim Schlafen zu fotografieren. Vielleicht ratzt sie ja weg, wenn du dich neben ihr zur Ruhe legst. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir mal wieder bei ihr in der Nähe sind. Oh, und da ist Driftzeppeli, dessen Dienste wir erstmal nicht in Anspruch nehmen müssen. Und ein Tor, das sich... Die Tür ist fest verschlossen. Bestens. Aber vielleicht ist ja die Tür hier offen. Wow, und Bücher fliegen durch die Luft. Was geht hier ab? Wow, was Zyto. Willst du hier? Zyto! Herzlich willkommen! Was verschafft mir die seltene Ehre? Nicht viele verirren sich nämlich hierher, um ehrlich zu sein. Mein Name lautet Zytomega. Ich habe mein Leben dem Wunder der Wissenschaft verschrieben. Sehr erfreut! Handelt es sich bei dir etwa um denjenigen, der die Plakatportale anfertigt? Das will ich wohl meinen, aber ich habe sie nicht bloß hergestellt. Nein, ich habe sie auch höchst selbst erfunden. Sie sind mein Meisterstück. Das freut mich für dich, aber weißt du auch, was Darkrai, Morbitesse und Co. mit deiner Erfindung anstellen? Lass mich mal überlegen. Nun, von Darkrai habe ich schon seit einer halben Ewigkeit nichts mehr gehört. Ob es ihm wohl gut geht? Tja, und Morbitesse scheint mächtig Gefallen am Wunschpark gefunden zu haben. Schön und gut, aber jetzt ist nicht die rechte Zeit für einen Plausch. Pokémon aus dem Poképark wurden in den Wunschpark geködert. Und das unheilvolle nachtschwarze Loch im Himmel ist erschienen. Wir alle schweben in größter Gefahr. Das nachtschwarze Loch, sagst du? Interessant. Erzähl mir bitte mehr. Du hockst wohl auch lieber den langen Tag in deinem Laboratorium. Hast du etwa jeden pechschwarzen Wirbel am Himmel nicht bemerkt? Hat das Nachtschwarze doch erst einmal die richtige Größe erreicht?
wird das alles und jeden hier unwiederbringlich verschlingen. Was? Das ist ja höchst interessant und ich muss dringend, es muss dringend erforscht werden. Das hätte ich mir mein Haar alles entgehen lassen, nicht auszudenken. Interessant? Das ist wohl nicht ganz der richtige Ausdruck. Das nachtschwarze Loch also. Es verschlingt alles. Auch das Licht. Halt, wartet einen Moment. Läuten die Wunschglocken auch alle im Takt? Die Wunschglocken? Nun, Echner Toll und Konsorten haben sie zum Schweigen gebracht. Was sagst du da? Da haben wir die Ursache allen Übels. Denn die Wunschglocken herrschen bekanntlich über die Zeit. Hält man die Zeit an, verursacht man Krümmungen im Raumzeitgefüge, die unglaubliche Ausmaße nehmen und die Gesetze der Schwerkraft gewissermaßen außer Kraft setzen. Das sagt einem doch bereits der gesunde Menschenverstand. Wir haben keinen Menschenverstand, wir sind Pokémon! Der gesunde was, bitteschön? Menschenverstand, der gesunde Menschenverstand. Darkrai, was führst du nur im Schilde? Wir müssen rasch in den Wunschpark, um Darkrai und Co. aufzuhalten. Dann würde ich euch nahelegen, das Portal hinter mir zu verwenden. Es ist nämlich der Prototyp für alle übrigen Portale des Wunschparks. Jedoch ist es zurzeit außer Betrieb. Bringt mir bitte den Teebeschleuniger aus dem Versuchslabor, damit ich es gleich instand setzen kann. Was ist denn ein Teebeschleuniger? Danke, dass du fragst. Nun, es wird eine ganze Weile dauern, bis ich euch alles erklärt habe. Und wenn ihr es dann endlich verstanden haben solltet, wird alles rings um uns vielleicht schon längst von jenem nachtschwarzen Loch verschlungen worden sein. Ach, ihr wollt meine Erklärung also gar nicht hören, wie? Das ist wirklich immer schade. Um das Versuchslabor zu erreichen, müsst ihr zunächst diesen Raum verlassen und nach links abbiegen. Jo, wir haben da schon eine Tür gesehen, die sich aber nicht öffnen ließ. Vielleicht geht sie ja jetzt auf. Ansonsten haben wir ein Problem. Das Versuchslabor betreten. Auch jetzt auf einmal ist die Tür offen. Wer weiß, was für Zombie-Experimente hier stattfinden. Ach, und wieder ein kleiner Jump-and-Run-Abschnitt. Sehr schön, und ich darf wieder gleich zu Serpifoy wechseln. Öffne rechtzeitig die Schatztruhe. Werden wir machen. Ich arbeite dran. Ich werde mir Mühe geben. Ah, und Otero kommt da nicht hoch. Ich muss also jetzt schon Serpifoy nehmen. Serpifoy! Alle Fans von Serpifoy dürfen sich bitte jetzt freuen. Ah, ich mag einfach nicht, wie du dich spielst, Serpifoy. Ich habe eigentlich nichts gegen Serpifoy. Serpifoy ist eigentlich ein ganz cooles Pokémon. Nope, da geht's nicht hoch und toll. Serpifoy wollte mal wieder nicht springen. So, jetzt aber ganz geschwind auf die Plattform und sie macht sich vom Acker. Huh, gerade so geschafft, obwohl der Sprung nicht hingehauen hat. So, Freund, dein Einsatz. Wir verlassen uns voll und ganz auf deinen Brandstempel und es geht tief bergab und diese Blockade müssen wir erstmal öffnen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier richtig bin. Nee, da ist nur Zeit. Zeit haben wir noch eigentlich genug. So, dann würde ich mal meinen, dass da unten ist der Schalter, den wir drücken müssen. Oh, Florian, lass das Gewicht doch nicht fallen. Das sollte eigentlich woanders landen. Nochmal das Ganze. Och, Floink, was machst du denn? Ist doch nicht so schwer. So, ich habe nicht mal die extra Zeit benötigt. Die Schatztruhe ist unser! Du erhältst den Teebeschleuniger! Zum Glück Teebeschleuniger und nicht Teevirus. Und die Bande nimmt mal wieder ein kleines Nickerchen. Dabei steht das nachtschwarze Loch am Himmel und wird immer größer. Leute, schlafen können wir danach noch irgendwann mal.
Ups, verzeih mir, Monozito, war keine Absicht. So, da wären wir wieder. Wir haben, was du wolltest. Vielen Dank für eure Mühen. So lässt sich das Portal wieder öffnen. Offen gesagt dürfte es jedoch mehr als schwer fallen, das Portal aus eigener Kraft zu öffnen. Damit das Portal euch den Weg freigibt, müssen eure Gedanken um das Thema Träume kreisen. Meine Forschungen haben ergeben, dass insbesondere kleine Pokémon dazu neigen, im ganz großen Stil zu träumen. Sichert euch also daher die Hilfe kleiner gewachsener Pokémon. So wie WhatsApp? Ja, da haben wir ja mittlerweile ein paar als Freunde. Nun gut, dann machen wir uns also daran, das vierte und hoffentlich dann auch letzte Tor zum Wunschpark zu öffnen. Wir müssten eigentlich mehr als genug Freunde in diesem Bezirk gesammelt haben, um das Tor zu öffnen. Und das muss schon wieder laden. Ja, Freund, da können wir nichts dran ändern. Spiele müssen halt tun, was sie tun müssen, ne? So, meine Freunde, ihr möget euch nun bitte alle im Laboratorium versammeln. Jo, das sind einige. Wie Brokkolos läuft. Und Golgantis, oh mein Gott. Das sah zu lustig aus. Und wir haben wieder 15 Sekunden Zeit, in dem wir die Wii-Fernbedienung shaken müssen. Wie verrückt. Und ja, das ist kein Problem. Und die Macht der Freundschaft möge nun das Tor öffnen. Und ein weiteres Mal müssen wir in den Wunschpark zurückkehren, um unsere verlorenen Freunde zu retten. Naja, unsere zukünftigen Freunde, sage ich mal. Der gute Plinfer ist ja auch noch im Wunschpark gefangen. Ja, yeah, freut euch nicht so viel, wir haben Business zu erledigen. Jumpt hinein! Und es muss schon wieder laden. Ach, ich weiß doch nie, was ich während der Ladezeit mal so erzählen könnte. Ich könnte natürlich wieder davon schwärmen, wie toll Otaro ist und so, aber ich glaube, dann habt ihr bald keinen Bock mehr, dieses Let's Play zu gucken. Pikachu, kannst du dich noch an Echnatols Worte erinnern? Er sagte, der Wunschpark sei in 4 Zonen unterteilt, in denen jeweils ein eigenes Spiel zu meistern gilt. Das bedeutet, wir haben endlich die letzte Zone des Wunschparks erreicht. Bald ist es soweit. Die Stunde der Entscheidung naht. Oh, was ist los, Nachtara? Du siehst eigentlich nicht so aus, als ob du hier gefangen gehalten wirst. Wenn man zu oft an diesem Spiel teilnimmt, verliert man wohl allem Anschein nach schnell den Boden unter den Füßen. Okay. Moment mal. Nachtara, ich wollte dich eigentlich nicht ansprechen. Hey, du da oben! Was machst du? Geht's dir gut? Was ist passiert? Ja, das würde ich auch gerne wissen, was hier passiert ist. Also viele Pokémon werden hier ja... Oh! Verdammt ich doch, sie fliegen alle aus irgendeinem mir unbekannten Grund. Wird also Zeit, dass wir diesen Grund herausfinden. Bora. Was ist los? Du sprichst so komisch. Bora. Hehe. Ich fasse es nicht. Es ist tatsächlich ein Haufen anfängiger Pokémon gelungen, bis zu mir vorzudringen. Da haben echt eine tolle Killer Abraut Bobitesse wohl geschlafen. Aber wen kümmert das schon? Die Wunderzone ist unsere letzte Bastion hier im Wunschpark. Bei meinem Spiel, den Wunderflug, weht ein ganz anderer Wind als in den bisherigen Zonen. Aha, ich bin nur zu gespannt, was auf uns wartet. Ich habe das Spiel nämlich schon wieder ziemlich vergessen. Durchkreuze den Sternenhimmel und sammle dabei alle Edelsteine ein, die du in die Finger bekommst. Mindestleistung 15.000. Sollte machbar sein. Neige die Wii-Fernbedienung nach links oder rechts, um dich horizontal über den Bildschirm zu bewegen. Kippe die Wii-Fernbedienung nach vorne oder hinten, um dich vertikal über den Bildschirm zu bewegen. Wenn du zwei gedrückt hältst, während du die Wii-Fernbedienung neigst oder kippst, erhöhst du dein Flugtempo.
Durchfliege blaue Ringe, um schneller zu werden und dabei kurzzeitig mehr Punkte für Edelsteine abzustauben. Yo, wen lassen wir denn jetzt mal fliegen? Jo, wir lassen mal Floink ran. Fliegendes Bacon ist immer gut. Ach, da ist Floink. Sehr schön. Mach dich bereit, Floink. Dieses Spiel ist jetzt ganz alleine für dich. Space Floink im Anflug! Boah, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich würde Mario Kart spielen. Ja, aber was ich sagen muss, die Steuerung ist durchaus präzise. Das ist ja so eine Sache, die viele Minispiele-Sammlungen auf der Wii nicht hinbekommen haben. Nur ich bin anscheinend zu langsam. Ach, verdammt. Oh, bin ich etwa schon eine Runde geflogen? Okay, die halbe Miete habe ich schon mal. My Lord, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Flagmon, aus dem Weg! Ah, aus dem Weg, du Dicker! So, jetzt müssen wir nur noch knapp 1000 Punkte sammeln. Boah, alles meins, alles meins, alles meins. Komm, gib mir Edelsteine, ich brauch den Kram. Und ich habe die Mindestleistung erreicht. Dann kann ich mich ja jetzt ein bisschen gehen lassen. Ich lass mich sowieso schon die ganze Zeit so ziemlich gehen. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeit, die ganzen Gems aufzusammeln. Boah! Brana! Oh mein Gott, was macht Brana? Was denn hier? Der Pedo, von dem habe ich immer noch ein Foto. Und Spiel vorbei! We did it! Floink hat es ganz alleine geschafft. Und unsere Freunde freuen sich für uns mit. Ist doch mal schön. Der Wunderflug ist nur im Mehrspielermodus verfügbar. Hm, ich könnte ja auch mal so ein Spezial machen, wo ich mit Lloyd oder mit Sakufuxi zusammen den Multiplayer-Modus spiele, aber warten wir es ab, vielleicht so als Bonus-Episode mal. Lasst euch überraschen. Hehe, bildet euch bloß nicht zu viel darauf ein, dass es euch gelungen ist, den Wunderflug zu meistern. Solange ihr nicht die Wunschglocke läutet, bleiben die Pokémon hier. Sklaven der Wunderzone. Ich kann auch nicht mehr lesen heute. Der wahre Kampf steht euch erst noch bevor. Ich will irgendwie immer was anderes lesen, als da eigentlich steht. So, ich glaube, ich werde mal wieder zu Otero wechseln. Wenn es jetzt heißt, wir müssen kämpfen, dann ist Otero der Beste dafür. Also, Simvolara, was hast du uns zu erzählen, du komisches, fliegendes Inkognito? Um die Wunschglocke zu läuten, müsst ihr zunächst mich besiegen. Ach, glaub mal, ich habe schon ganz andere Kandidaten besiegt, da bist du kein Problem. Sieh nur, wie entschlossen meine Truppe ist. Dabei muss nur Otero kämpfen. Oh, so einfach wird's dann doch nicht. Wir müssen uns erstmal den Turm hinaufkämpfen. Das ist schon wieder Branawatz. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Kämpfe dich zu Simvolara. Das wird ein weiter Weg. Und ja, ich hätte Otteros KP besser mal aufgefüllt. Sorry, ich habe keine Zeit für dich. Hat mir das Schaden zugefügt? Ich glaube, einen ganz kleinen Pixel. Gladiantrieb, haltet mich nicht auf. Und hüpf! Das hätte Seppifol wahrscheinlich jetzt wieder nicht hinbekommen. Oh nein, das heißt es, kannst du mich besiegen?
Ich will dich aber nicht besiegen, ich will einfach an dir vorbeilaufen. Aber anscheinend muss ich dich besiegen, sonst öffnet sich der Weg nicht für uns. Wäre eigentlich ganz cool, wenn du nur eigene HP-Leiste hättest, dann wüsste ich, wann du besiegt bist. Oh, der hat gesessen. Respekt. Oh, fiese Attacke, Mann. So, bist du jetzt endlich besiegt? Yep, er löst sich in Luft auf. Sehr schön. Was mir auch immer recht ist. So, jetzt bloß nicht herunterfallen und schön an Strepoli vorbei. Bitte unterbreche diese Attacke mal kurz, damit ich mich geschwind an dir vorbeischleichen kann. Ganz ruhig, Ottero. Wir haben kein Zeitlimit, wir haben alle Zeit der Welt. Och, wie süß, will die Bande Kieslinge mich aufhalten? Oh, anscheinend doch. Nette Attacke, aber nicht gut genug, um Ottero aufzuhalten. Jetzt müssen wir uns nur noch an Shadrago vorbeikämpfen. Mich besiegst du nicht. Wart es mal nur ab, mein Freund. Gegen meine Kaltklinge hat noch keiner bestanden. Na komm, steh nur auf. Ich habe hier noch mehr für dich. Brauchst du noch einen Nachschlag? Den kannst du gerne haben. Jetzt könntest du aber langsam mal besiegt sein. Ich würde nämlich gerne da oben dieses Pokémon herausfordern. Immer noch nicht. Meine Güte, bist du ein hartnäckiger Bursche. Und er fliegt einfach mal komplett vom Turm runter. Ich hoffe, er hat sich nicht allzu sehr wehgetan. Bravo! Wir haben es ja ohne größere Probleme geschafft. Okay, wir haben die Hälfte unserer KP verloren. Macht aber nichts, solange wir einfach oben angekommen sind. Du hast es weit gebracht. Vor dir ziehe ich meinen Hut. Mal sehen, wie du dich im Kampf so machst. Bora. Ach, auch du kannst mich nicht beeindrucken, Symbolara. Wow, wow, wow. Was sind das? Feuerattacken gegen ein Wasser-Pokémon? Falsche Auswahl, mein Freund. Ja, und das ging mal gehörig daneben. Wow, 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 fallen nicht vom Turm, Ottero. Das muss ich dir lassen. Ausweichen kannst du ganz gut. So, ein Angriff noch. Meinst du, du kannst noch was reißen? Okay, ausweichen kannst du, aber du kannst nicht auf ewig ausweichen, Symbolara. Das war nämlich der finale Schlag. Und Ottero freut sich. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich so einen anstrengenden Kampf gewonnen hätte. Er hat mal wieder bewiesen, dass er der Beste ist. Und ach, ich schwärme schon wieder von Ottero. Ich sollte das sein lassen. Wie ist das bloß möglich? Ich soll verloren haben? Ich? Erkenne deine Niederlage und lass uns weiter unseres Weges gehen. Wir haben nämlich eine Glocke zu läuten. So, wem überlassen wir denn mal die Ehre, die Glocke zu läuten? Ach, Serpifeu, du darfst mal. Serpifeu. Auch wenn du es aufgrund deiner schwammigen Steuerung eigentlich nicht verdient hast, aber ich möchte die Serpifeu-Fans unter meinen Zuschauern nicht enttäuschen und deswegen überlasse ich Serpifeu die Ehre, die Wunschglocke zu läuten. Die letzte Wunschglocke. So, ihr möget nun bitte alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Ach, nach so einem anstrengenden Tag, ein kleines Bad, das ist doch schön. Ein bisschen herumplanschen. Ah, oh, Meister, vergebt mir, Meister. Die verschiedenen Zonen des Wunschparks fangen an, sich zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Nun wird sich auch der Eingang zum Wunschpalast öffnen.
Oh nein, was geht jetzt hier vor? Yeah, genau das, was gesagt wurde. Die vier Bereiche setzen sich jetzt zu einem zusammen. Und es öffnet sich, das Tor zum Wunschpalast. Werden wir es betreten? Gewiss doch, aber erst in der nächsten Folge. Wir haben diesmal ja einiges erreicht. Und wir stecken mal wieder total in der Tinte. Seppi vorher, zieh uns hoch! Rette das Bacon! Wir brauchen es! Sonst haben wir kein Futter mehr! Simbulara meinte, der Eingang zum Wunschpalast würde sich öffnen. Wo dieser Eingang wohl ist? Seht nur, Freunde, da drüben im Zentrum des Wunschparks. Ja, das ist kaum zu übersehen, Serpifoy. Das leuchtende Etwas ist vielleicht der Eingang, oder? Nun, das wäre durchaus möglich. Doch werden wir diesen Eingang gemeinsam erst in der nächsten Folge öffnen, wenn es wieder heißt Let's Play Pokepark 2, die Dimension der Wünsche. Anscheinend nähern wir uns langsam dem Ende dieses Let's Plays. Wir dürfen also gespannt sein, was Oberpro Otaro noch leisten wird. Ich meine, was Meister Darkrai sich für uns überlegt hat. Wir dürfen gespannt sein. Nun denn, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst doch mal einen Kommentar, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, Leute. Ich wünsche euch was. Tschüss.